könnte ich gegen einen Spätznatz im bewaffneten Zweikampf gewinnen. Angenommen gleiches Gewicht. Danke, dass du mir immerhin das gleiche Gewicht gibst, aber nicht mal gegen einen Spätznatz-Soldaten, der kleiner und leichter als ich wäre, könnte ich im bewaffneten Zweikampf gewinnen. Denn meine Ausbildung im bewaffneten Zweikampf ist dann doch ziemlich reduziert. Ich habe gelernt, mit verschiedenen Waffen umzugehen. Ich habe gelernt zu schießen und Messer und Schwert und weiß ich was zu machen. Aber mein lieber Brudi, das ist kein Vergleich. Kein Vergleich. So sehr wie der unbewaffnete Zweikampf nur ein kleiner Teil der Ausbildung einer Spezialeinheit ist, wie der Spätznatz, noch mehr sogar ist der bewaffnete Zweikampf ein nur sehr geringer Teil meines Trainings und meiner Ausbildung. Und da hätte ich einfach keine realistische Chance. Ich wüsste nicht mal, wie ich so einen, ich könnte mir nicht mal vorstellen, wie ich so einen besiegen würde im bewaffneten Zweikampf. Alleine die Vorstellung ist absolut hanebüchener Unfug. Ich will mir nicht mal das antun, mir vorzustellen, wie ich gegen so einen kämpfen würde, was passieren müsste, dass ich so einen im bewaffneten Zweikampf besiegen würde. Weil sämtliche Annahmen, die ich treffen müsste, damit ich so einen Kämpfer im bewaffneten, ich betone das Zweikampf, besiegen würde, sind einfach absolut hanebüchen. Nein, ich würde never, ever, niemals im bewaffneten Zweikampf einen Spätznatz-Soldaten besiegen. Ganz vollständig unabhängig von dessen Größe und Gewicht, die im bewaffneten Zweikampf eh noch eine viel geringere Rolle spielt, insbesondere dann, wenn auch Feuerwaffen involviert sind. Dann spielt das einfach erst recht so eine geringe Rolle. Und sogar dort, wo es eine Rolle spielt, weißt du, bei Messer oder so, dann ist der so viel besser mit dem Messer, da sieht der Mettler einfach keinen Meter Land gegen so einen.